Ich möchte Ihnen heute die neueste Entwicklung der Flug- und Fluidkontroll GmbH vorstellen. Es ist dies das System Flucon Epsilon Plus, mit dessen Hilfe wir die elektrischen und dielektrischen Eigenschaften von Ölen und Fetten untersuchen können als Funktion der Temperatur. Das Messsystem kommt mit zwei Komponenten daher. Zum einen dem Messkopf, dabei handelt es sich um einen Rohrkondensator, und zum anderen um das Ansteuer- und Auswertegerät, die dazugehörige Elektronik, die im Wesentlichen einen Impedanzmessplatz beinhaltet. Das System ist, wie gesagt, konzipiert zur Bestimmung der elektrischen und dielektrischen Eigenschaften von Ölen und Fetten. Aus dem Blickwinkel der Wechselstromlehre haben Sie die Darstellung in einem XY-Koordinatensystem. Auf der X-Achse würde der Realteil der Feldeigenschaften aufgetragen werden, auf der Y-Achse der Imaginärteil. Die Realteile charakterisieren die elektrische Leitfähigkeit, das ist auch die erste Messgröße, die es zu detektieren gilt, wohingegen auf der Imaginärachse die komplexen Anteile aufgetragen werden, und die charakterisieren die sogenannte relative Dielektrizitätskonstante bzw. auch in der Bezeichnung Permittivität. Das Wechselspiel dieser beiden Größen liefert Ihnen die Information über die elektrischen und dielektrischen Eigenschaften der Flüssigkeit. Darüber hinaus, durch die Beschreibung des sogenannten Tangens-Delta, bekommen Sie die Verknüpfung von Real- und Imaginärteil, eine weitere wichtige Kenngröße, die mit diesem System ermittelt werden kann. Elektrische Eigenschaften heißt, dass bei Anlegen eines elektrischen Feldes es zu einem Stromtransport kommt. Genau dieser Strom wird gemessen, Spannung zu Strom nach Betrag und Phase. Das heißt, es würden freie Ladungsträger in der Flüssigkeit von der Außenelektrode zur Innenelektrode wandern. Es würden echte Wirkverluste auftreten. Dies ist natürlich in der Regel bei den Ölen ein relativ kleiner Wert, aber nichtsdestotrotz sind auch die Öle keine idealen Isolatoren. Nur ein idealer Isolator hätte überhaupt keinen elektrischen Leitwiderstand und mithin keinen Wert auf der realen Achse der komplex dargestellten Zahlenebene. Auf dem Imaginärteil, wie gesagt, die Permittivität oder auch das relative Dielektrikum. Dies ist eine Größe, die uns eine Information darüber liefert, wie gut oder wie schlecht sich das in dem Kondensator befindliche Fluid oder das Fett sozusagen polarisieren lässt. Klassisch ist ein Öl mit einer Polarisierbarkeit von 2,1 bis 2,3 immer bezogen auf den mit Luft gefüllten Kondensator, dem ein relatives Dielektrikum von 1,0 zugewiesen ist. Wenn Sie die Temperatur variieren oder auch die Substanz variieren, werden Sie unterschiedliche relative Permittivitäten bekommen. Der Grenzfall ist Wasser mit Epsilon R, also einem relativen Dielektrikum von 80. Bei Ölen und Fetten, wie gesagt, liegen wir in der Größenordnung von 2. Das heißt, diese Medien verstärken das elektrische Feld um den Faktor 2, 3 oder auch Faktor 4. Wasser hingegen um den Faktor 80. Dies hat seine Gründe darin, dass Wasser H2O ideale Dipolmomente darstellt, die durch Anlegen eines elektrischen Feldes relativ einfach und heftig zu polarisieren sind. Optional zu dem Messsystem erhältlich ist ein elektrischer Trockenthermostat, klein, kompakt, mit dessen Hilfe wir die Flüssigkeit bzw. die Fettsubstanzen von Raumtemperatur bis 170 Grad analysieren können. Das Ganze wird abgerundet durch den Anschluss eines handelsüblichen PCs, für den wir ein entsprechendes Ansteuer- und Auswertprogramm liefern, sodass Sie die Messreihe mit minimalem Zeitaufwand vollautomatisch durchführen können in dem von Ihnen gewünschten Temperaturbereich
mit den von Ihnen gewünschten Temperaturschritten. Das System, so wie es jetzt hier, wie Sie es jetzt hier vorfinden, ist mit einem gereinigten Rohrkondensator bestückt. Entsprechend sehen Sie dann im Display die Messstellentemperatur der Flüssigkeit, in diesem Fall Luft. Sie sehen keine elektrische Leitfähigkeit, 0,00 Nanosiems pro Meter. Sie sehen ein Epsilon-R von 1 bzw. 0,999 und entsprechend, da keine Leitfähigkeit detektierbar ist in Luft, auch ein Tangens-Delta von 0,00. Ja, vor der Durchführung der eigentlichen Messung müssen wir natürlich erstmal unsere Probe in den Messaufnehmer verbringen. Zu dem Zweck schrauben wir das Messgefäß, die Außenelektrode ab und sichtbar erscheint dann die isolierte Innenelektrode des Rohrkondensators. Was die Befüllung betrifft, empfiehlt sich die Verwendung eines kleinen Standzylinders, in den sind entsprechend die kleinen Mengen 8 bis maximal 10 Milliliter zu verbringen. Alternativ wäre auch die Verwendung einer entsprechenden Wegwerfprobenspitze möglich. Wir verbringen jetzt die Testflüssigkeit in den Messaufnehmer und schrauben diesen Messaufnehmer dann auf den eigentlichen Adapter. Im Rohrkondensator wird jetzt die Flüssigkeit aufsteigen. Das Ganze handfest anziehen und den entsprechenden Isolierkörper aus Peak drüber führen und den so befüllten und zusammengebauten Messaufnehmer in den Trockenthermostat verbringen, ihn einführen sozusagen und schon sind wir imstande, im Sekundentakt die Messergebnisse für diese Flüssigkeit abzulesen. In diesem Fall bei Raumtemperatur von 23,3 Grad mit einer elektrischen Leitfähigkeit von knapp 20 Nanosiems pro Meter, bei einer Permittivität, relative Dielektrizität von 2,202 und das ergibt dann einen resultierenden Wert für den Tangens-Delta von 3,21. In dem nächsten Schritt können wir jetzt die Software starten und die Messung vollautomatisch durchführen, was die Temperierung und sowohl als auch die Messaufzeichnung betrifft. Wie gesagt, für Zwischentemperaturen von Raumtemperatur bis 170 Grad in den von Ihnen gewünschten Temperaturschritten. Ja, zur Durchführung der vollautomatischen Messung ist zunächst das Grundgerät mit dem elektrischen Blockheizthermostaten zu verbinden, weil die Ansteuerung des Thermostaten nun automatisch über das Ansteuer- und Auswerteprogramm vom Grundgerät ausgeführt wird. Zu diesem Zweck wird die Ansteuer- und Auswertesoftware gestartet und man hat jetzt die Möglichkeit, die Start- und die Endtemperatur und auch die Schrittweite der gewünschten Temperierung aufzuzeichnen. In diesem Beispiel eingestellt eine Starttemperatur von 20 Grad bei einer Endtemperatur von 120 Grad mit einer gewünschten Schrittweite von 2 Grad für die Aufzeichnung der Messwerte. Die Temperierung könnte selbstverständlich auch im umgekehrten Fall vorgegeben werden, dass wir mit 120 Grad starten und auf den Bereich der Raumtemperatur abkühlen. Das heißt also nicht wie jetzt, muss sich nicht wie jetzt um eine Aufreizkurve, sondern es kann sich auch um eine Abkühlkurve handeln. Was die Art und Weise der Temperierung betrifft, so sind wir
hier in einer Größenordnung von 5 Minuten Zeitbedarf pro 1 Grad Celsius, was sich im Hinblick auf die Genauigkeit und gute Reproduzierbarkeit des Systems und der Messwerte als für uns optimal herausgestellt hat. Mit dem Starten der Messung nach Vorgabe der Start- und Endtemperatur und der gewünschten Temperaturschritte beginnt jetzt das eigentliche Messprogramm, und es werden in diesem Programm immer die Punkte angelegt, die entsprechend vorher ausgewählt wurden. Falls ein Messpunkt noch nicht in das gewünschte Temperaturraster passt, wird er mit aufgezeichnet, aber nicht als Messdatei abgespeichert.